Und da sind wir wieder. Und ja, ich muss mich jetzt mal umschauen. Habe ich die schon erledigt? Ich glaube schon. Eigentlich ist es ja sinnvoll, es den da zu erwecken, ne? Statt gleich hier alle zu erwecken. Keine Ahnung, ich laufe jetzt einmal hier rum und bin wieder auf den Dürr. Und stelle mich hier wieder auf den Stein rauf. Und denke mir, hey, ich glaube, ich speichere mal. Weil ich finde das ziemlich gut, dass eine Seite jetzt leer ist. Oh, gut. Ja, da, gut gemacht. So, dann mache ich jetzt einmal hier einen auf den hier. Nein! Oh Mann, du bist echt dämlich! Warum rennst du? Du bist doch nicht so... Was war das? Habt ihr das gesehen? Da kam auf einmal Eidos. Naja, okay. Machen wir hier einmal auf den hier. Hi. Butch. Okay. Jetzt sind sie weg und einer steht da noch. Mit einem komme ich nachher klar. Jetzt warten wir erstmal, bis die wiederkommt, die Herrschaften. Und ich nehme mal eine andere Sache. Habe ich ein bisschen Zeit. Ach Gott, hier, wie toll ist das. Ich habe wenigstens ein paar getroffen. Aber ich verstehe nicht, wie sie da anfängt zu brennen. Also dieses Brennelement ist echt doof eingestellt worden. Weil, habt ihr gesehen, sie ist einfach so angefangen zu brennen, obwohl sie ja da kaum war. Und das ist etwas, das sind solche Sachen, die ich einfach nicht abkann. Ja genau, du stellst dich da mal oben hin und wir warten einfach mal, bis die Herrschaften zurück sind. Und, ja, ich hoffe, dass ich das Spiel bald hinter mir habe. Weil das ist ja echt zum aggressiv werden. Ich weiß nicht, vielleicht diesen, doch, ich weiß, wer ich den Spruch habe. Und zwar, das sagt Gronkh immer. In seinem ersten Let's Play Minecraft von Folge 0 bis 100, also 1 bis 100, da hat er ganz oft immer solche Kommentare gemacht wie: Gronkh, du hast da Eisen vergessen. Sammel das auf, sonst macht mich das aggressiv. Oder Gronkh, das ist ein Schaf. Haus auf dem Popo, sonst macht es mich aggressiv. Ich weiß nicht. Also solche Kommentare mal. Und dann haben wir das mal scherzhaft darunter geschrieben und irgendwie finde ich das lustig. Ich fand es richtig lustig. So, und deshalb warten wir jetzt einfach mal, bis die Herrschaften sich um. Ne, ich glaube, die laufen da jetzt hinten irgendwie lang, aber die werden schon wieder auftauchen. Zur Not mache ich ihnen das schmackhaft. Das war mal wieder typisch. Wieder rauf da. Ich weiß nicht, ob die das mal. Ah, ja. Bekanntlich nichts. Da sind wir schon zweimal durchgelaufen. Auf der Suche nach nix. Nächster Raum. Ach. Ich habe keine Ahnung, was auf der Tippe mal drauf ist. Irgendwas passieren wird. Weiß ich nicht. Gut. Hier finde ich mich sicher, aber die Tür ist aufgegangen. Ja. Was ist passiert? Ja. Stopp. Jetzt bewegen sie sich ja auch noch.
klasse. Zeitspiel mit bewegenden Viechern. Na, das ging doch schon mal gut. Als vorhin. Also ich muss hier einmal aufdrücken. Ich muss hier einmal drücken. Und ich muss darüber laufen. Das ist mir egal. Sagen, was du willst. Du bist mir sowas. Oh! Hallo! Wir sind durch! Ich überlege gerade, was Sinn macht, einfach hier runterzuhauen. Ach, Quatsch. Macht jetzt alles. Irgendwie. Was? Ha! Was ist das denn? Cool, da ist eine Unterhose von Lerma drin. Kann ich die aufheben? Nö. Seht ihr das? Da schwebt eine Unterhose von Lerma drin. Da überall sind Lermas drin. Das ist ja lustig. Was für ein Schwachsinn. Egal, ich muss hier runter. Und ich denke mir gerade echt, was für ein Schwachsinn. Ach, ich rutsche hier gar nicht runter. Ach, guck mal, noch mehr Unterhosen. Och, das ist ja nett von mir. Ich gehe erstmal hier rein. Och, Gottchen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, jetzt doch endlich mal voranzukommen. Und ich hoffe es sehr. Weil dieses Spiel macht mich, wie gesagt, total aggressiv mittlerweile. Und ich bin froh, dass ich dann nicht mehr mit der DOS-Box rumfummeln darf. Und ich weiß auch nicht, warum die so abgenommen hat. Das war echt komisch. Vielleicht kam mir das... Ich weiß nicht, ob es dafür eine logische Erklärung gibt. Keine Ahnung, was ist das? Was soll das? Okay, ich drücke mal drauf. Guck mal, was passiert. Oh, das gibt's doch nicht! Du solltest springen! So solltest du da... Okay. Ja, die können mir ja hier gestohlen bleiben, ne? Die können sich ja drehen, wie sie wollen. Ich kann ja mal eins aufmachen. Ich bin mal gespannt, was da drin ist, wenn ich eins aufmache. Oh Gott. In eins war was drin, in den anderen war der Lehrer drin. Okay. Lehrer und nix. Ja, das lohnt sich ja nicht. Was hier drin ist. Seite an. Lehrer und so ein Vieh. Und machen wir auch mal die andere Seite weg, dann haben wir wahrscheinlich noch einen Lehrer und ein Vieh. Lehrer und ein Vieh. Alter. Lehrer und Viecher drin sind. Muss ich nicht verstehen. Okay. Das ist doch gut gelaufen. Ich habe echt nicht so die Sprungahnung hier. Aber ja, ich muss viel schneller werden, ich merke schon. Was soll ich denn machen? Ich kann nun mal nur an das, die Dinger über...
kann natürlich auch Außenland laufen. Das kann natürlich schneller sein. Auch mal Außenumlagen. Und springen und springen und springen. Was war das? Egal, ich tue jetzt einfach mal hier lang. Ja! Ja, wir haben es geschafft, Leute! The Hives, Kill 37, Pickaxe 51, wir haben kein Secret gefunden und ich habe 44 Minuten und 48 Sekunden gebraucht und ich habe das Spiel geschafft. Was passiert, wenn ich jetzt okay drücke? Ja. Nix. Ja, Leute, wir haben Tom bei der Unfinished Business auch durchgespielt. Juhu! Dann kann ich mich jetzt ja auch bald endlich nur noch aufs Hochladen konzentrieren, mir noch ein Spiel aussuchen und dann freue ich mich wahrscheinlich auch irgendwann mit Legend an. Außer ihr entschließt noch ein anderes Spiel zu klären. Ich danke euch, dass ihr mitgemacht habt bei Unfinished Business. Was für ein bescheuertes Spiel. Ich werde es wahrscheinlich nie wieder anhören. Allein schon mit dieser ätzenden Sache mit den Bossbots. Keine Ahnung. Ihr könnt das Spiel jetzt übrigens auch bei Zero Chat. Oh, ich mag den Namen jetzt gar nicht falsch aussprechen. Beim Kollegen von mir auch.